Viele Gründer gründen mit der Kleinunternehmerregelung. Warum das echt eine blöde Idee ist, erkläre ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ich oute mich mal als wirklich Nichtmöger der Kleinunternehmerregelung. Ich mag die einfach wirklich nicht und das hat auch so ein paar Gründe. Bevor du aber dieses Video anschaust und dich jetzt vielleicht fragst, Kleinunternehmerregelung, wovon redet der eigentlich? Schau dir unbedingt das Video an, was ich dir hier oben rechts einmal verlinke. Da gehe ich genau darauf ein, was das eigentlich ist. Warum ich die Kleinunternehmerregelung nicht mag, hat insbesondere drei Gründe. Der erste Grund ist die Perspektive. Liebe Gründer oder vielleicht auch schon länger Selbstständige, Hand aufs Herz. Die Kleinunternehmerregelung kannst du in Anspruch nehmen bis 22.000 Euro Umsatz im Jahr. Wenn du da drüber bist, bist du im nächsten Jahr kein Kleinunternehmer mehr. Für eine Vollzeittätigkeit 22.000 Euro im Jahr Umsatz. Gewinn wird ja noch mal niedriger sein. Davon kann man in Deutschland nicht gut leben und eine Familie ernähren sowieso schon nicht. Deswegen, wenn du deine Selbstständigkeit wirklich als Haupterwerbsquelle hast, kann ich dir eigentlich davon nur abraten, weil du sowieso umstellen musst, früher oder später. Und bevor ihr klein anfangt, denkt lieber groß von Anfang an und bleibt Großunternehmer. Davon ausgenommen, und das gebe ich auch vollkommen zu, sind die Leute, die das nebenbei machen. Das heißt, wenn du einen Hauptjob beispielsweise angestellt bist, nebenbei dich selbstständig machen willst, da kann das durchaus Sinn ergeben. Auch dann nicht immer, aber dann kann das durchaus Sinn ergeben. Der zweite Punkt ist der Image-Nachteil. Wenn du Unternehmenskunden hast und du schreibst eine Rechnung, dann musst du auf diese Rechnung immer hinweisen, dass du Kleinunternehmer bist und halt keine Umsatzsteuer ausweisen. Wenn du nicht genau weißt übrigens, wie du deine Rechnung schreibst als Kleinunternehmer, schau dir das Video einmal an. Da habe ich genau erklärt, wie deine Rechnung als Kleinunternehmer aussehen muss. Ehrlicherweise ist das, gerade wenn du versuchst, dich zu verkaufen und sagen, du bist jetzt hochpreisig, du lieferst Qualität und dann kommst du aber an mit einer Rechnung, wo Kleinunternehmerregelung draufsteht, das gibt dir so ein bisschen den Anschein davon, dass deine Selbstständigkeit mehr so ein Hobby ist. Deswegen muss ich sagen, wenn du Geschäftskunden hast, dann hast du da schon Image-Nachteil. Bei Endkunden, also Privatkunden, wenn das deine Kunden sind, hast du diesen Nachteil natürlich nicht. Den dritten Punkt, den ich auch nennen möchte, warum die Kleinunternehmerregelung eher ungünstig ist, ist tatsächlich in vielen Fällen der Liquiditätsnachteil. Du weißt zwar keine Umsatzsteuer aus und musst keine Umsatzsteuer abführen, aber gerade wenn du gründest, hast du ja mal Investitionen, weil der Preis, warum du das nicht machen musst, ist, dass du auf der anderen Seite die Umsatzsteuer, die dir in Rechnung gestellt wird, wenn du einen Laptop kaufst, wenn du eine Beratung buchst, wenn du in einem Coworking Space dir ein Büro mietest, wenn du ein Bahnticket kaufst, ein Flugzeugticket, was auch immer, überall auf diesen Rechnungen ist ja Umsatzsteuer ausgewiesen. Und als jemand, der quasi nach der Regelbesteuerung seine Buchhaltung macht, der kann sich diese ausgewiesene Umsatzsteuer immer vom Finanzamt wiederholen. Der kriegt einfach die Steuergutschrift erstattet vom Finanzamt. Gerade für Leute, die gerade am Anfang sind mit der Investition in ihre Selbstständigkeit, die bekommen relativ häufig mehr eine Erstattung, als dass sie was abführen müssen. Mit der Kleinunternehmerregelung hast du zwar weniger Arbeit, häufiger aber auch weniger Geld. Stellt sich doch jetzt irgendwie die Frage, wann lohnt sich diese Kleinunternehmerregelung eigentlich? Und um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns mal unterschiedliche Typen von Selbstständigen an. Und zwar einmal erstmal Vollzeit-Selbstständige versus Teilzeit-Selbstständige. Wenn du Vollzeit-Selbstständig bist, dann würde ich dir pauschal von der Kleinunternehmerregelung abraten. 22.000 Euro Jahresumsatz ist nicht besonders viel für eine Vollzeit-Selbstständigkeit und es wird dir langfristig nicht ausreichen. Du wirst dich früher oder später sowieso mit der Regelbesteuerung auseinandersetzen müssen, dann aber deine Rechnungen umstellen, eventuell die Kunden informieren und so weiter. Mach's lieber von Anfang an professionell, schreib deine Rechnungen mit Umsatzsteuer, mach die Umsatzsteuervoranmeldungen und profitiere davon, dass du auch die Umsatzsteuer, die dir in Rechnung gestellt wird, geltend machen kannst. Deswegen schauen wir uns die erste Gruppe an, Vollzeit-Selbstständige, lieber nicht. Die Teilzeit-Selbstständigen. Da müssten wir unterscheiden, wer ist denn dein Kunde? Hast du Unternehmen als Kunden oder Endverbraucher? Wenn du als Teilzeit-Selbstständiger Unternehmen als Kunden hast, muss ich dir ehrlicherweise sagen, der eventuelle Preisvorteil, den du durch die Kleinunternehmerregelung hast, der gilt da auch nicht so richtig, weil die Umsatzsteuer, die du eventuell ausweisen würdest und deinen Kunden in Rechnung stellen kann, kann dieser Kunde oder diese Kundin ja wiederum in seiner oder ihrer Umsatzsteuervoranmeldung geltend machen und sich das Geld vom Finanzamt wiederholen. Das heißt, dein Kunde ist am Ende gar nicht daran interessiert, ob du Umsatzsteuer ausweist oder nicht, wenn er ein Unternehmen ist. Deswegen muss ich auch da sagen, als Teilzeit-Selbstständige mit Unternehmenskunden, Kleinunternehmerregelung ist eine blöde Idee und hat eher Nachteile als Vorteile. Der einzige Anwendungsfall, wo die Kleinunternehmerregelung durchaus gut sinnvoll sein kann, ist, wenn du nebenberuflich selbstständig bist und Endkunden als Kunden hast. Beispielsweise, du bist Yogalehrer und machst private Yoga-Sessions.
also keine betriebliche Gesundheitsvorsorge und solche Sachen, sondern du machst wirklich private Kurse und machst das nebenberuflich und rechnest dafür ab. Dann kannst du da einen Preisvorteil haben, weil du halt keine Umsatzsteuer abführen musst. Aber das ergibt auch nur dann Sinn, wenn du keine höheren Investitionen hast. Wenn du mehrere Kosten hast und Investitionen hast, dann kann es ja durchaus sein, dass es günstiger wäre, die Umsatzsteuer, die dir für diese Investitionen in Rechnung gestellt werden, geltend machen kannst. Das könntest du dann halt nicht. Am Ende muss man also sagen, die Kleinunternehmerregelung ist ehrlicherweise, warum auch immer, unglaublich populär und überall im Gespräch, ergibt aber im Alltag, in der Praxis nur für eine wirklich kleine Gruppe an Selbstständigen ernsthaft Sinn. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen, hat dir noch ein bisschen mehr Klarheit zum Thema Kleinunternehmerregelung gegeben. Ich muss persönlich sagen, ich mag sie persönlich wirklich nicht, weil das auch so ein bisschen so eine Herangehensweise ist. Ich mag das nicht, dass man von vornherein denkt, oh, hoffentlich bleibe ich unter einer bestimmten Umsatzgrenze. Das Ziel sollte als Selbstständiger ja was anderes sein, und zwar möglichst viel Umsatz und möglichst viel Gewinn zu machen. Von daher, meine persönliche Empfehlung dann ist sowieso, denk von vornherein groß und geht es richtig und professionell an. Wenn du jetzt sagst, ich möchte meine Selbstständigkeit auch professionell angehen, dazu gehört auch ein guter Steuerberater, muss ich dir sagen, was für ein Glück, dass wir eine Steuerberatung sind. Wir unterstützen gerne Freiberufler und Selbstständige, arbeiten komplett digital. Alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir auch dir helfen können, das erfährst du einmal, wenn du auf diesen Link hier klickst. Schau aber auch unbedingt in unserer Online-Community vorbei. Wie du dich genau anmelden kannst, erkläre ich dir in diesem Video. Oder schau dir unsere Playlist an zur Kleinunternehmerregelung, die findest du hier. Egal, ob du den Laptop kaufst, ein Bahnticket kaufst, ein Coworking Space kaufst. kannst du auch machen.